Hallo. Hey, ja, du da. Ich bin's wieder, Ryan. Kennst du mich noch? Ich bin der Kleine von der Kumpatz-Familie. Der beim Opa Ryan wohnt, weißt du? Ja, und heute bin ich wieder hier. Weißt du warum? Ich hab wieder was aufgeschnappt vom Opa Ray. Ja, genau, Opa Ray. Ja, und weißt du was? Der hat beim Frühstückstisch gesagt, dass jemand, den er kennt, gesagt hat, ach, ich weiß nicht, mir wird immer so übel. Und dann hat er gesagt, was das ist. Und ich habe aufgepasst. Der hat gesagt, die Amerikaner sagen, das ist eine self-fulfilling prophecy. Weißt du, was eine self-fulfilling prophecy ist? Eine sich selbst erfüllende Voraussage. Ha, das ist aber jetzt spannend, ja? Eine sich selbst erfüllende Voraussage. Was heißt das denn jetzt für mich? Ach so, ja, logisch. Wenn das jemand sagt, bin matt, und dann wird es dem schlecht. Vielleicht gleich, vielleicht später, weiß nicht. Aber wenn das stimmt, was der Operator sagt, das wäre ja irre, absolut irre. Dann könnte man das für alles nehmen, oder? Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Siehst du, wie das geht? Self-fulfilling prophecy. Kaum gesagt, schon funktioniert's. Das war mein guter Tipp für heute. Mach doch selbst mal self-fulfilling prophecy. Eine sich selbst erfüllende Voraussage für dich. Ciao. Mach's gut.